Das runde Lenkrad ist alles wie beim Mercedes. Nogaro, eine Rennstrecke in Südfrankreich im letzten Spätherbst. Am Steuer eines Opels, Klaus Ludwig. Station jede Menge. Jede Menge Traktion. Anzugskraft, wie sie eben nur ein Allrad haben kann. Sein Leben lang war Ludwig mit Heckantrieb gefahren, die letzten 7 Jahre auf einem Mercedes. In der vergangenen Saison 1994 hatte er gegen Alfa Romeo und auch gegen Opel die deutsche Tourenwagenmeisterschaft gewonnen. Und dann dieser kaum für möglich gehaltene Wechsel, zu dessen Anlass er sogar eine große Party gab. Das Ganze haben wir so ein bisschen unter das Motto gestellt, klar, bye bye Mercedes, welcome Opel. Ein Freund, bisher auch Kontrahent, hatte ihn zu Opel gelockt und bereits eine Halle gemietet, in der die Autos des neuen Teams gebaut werden sollten. Bei einem Lackierer in der Nähe von Mainz. Das Auto hier hat kein Innenleben, ist ein Dummy, eine Hülle. Kompliment, Stefan, das Auto sieht super aus. Die Farben sind die der Opel-Rennabteilung kombiniert mit denen des Helms von Keke Rosberg. Der finnische Formel-1-Weltmeister von 1982 will mit diesem Showcar weitere Sponsoren für den neuen Rennstall locken. Wir haben es ja oben am Dach geübt früher, das hier mit den Blitztrennungen so, so sieht es sauber aus, weißt du, das sah früher billig aus. Ja? So sieht es super aus. Die Schwierigkeit ist, alle die Partner, die man hat, sauber und klar definiert vorstellen zu können. Nicht, dass es ein Salat wird. Also zum Beispiel? Ja. Wenn man, das ist ganz einfach, wenn man mit einem Sponsor fährt. Sagen wir zum Beispiel, wie ein Team just nur mit Partner Opel arbeitet. Das ist ganz einfach, natürlich. Und sofort, wenn man andere Partner dazu mitbezieht, was ich für mein Programm sehr, sehr wichtig halte, das muss so sein, dann ist die Designaufgabe sehr, sehr, sehr schwierig, um da klar definierte Flächen, trotzdem eine starke Identifizierung mit der Farbe und eine starke Message. Wir müssen ja auch erkennbar sein. Wir müssen von einer Startzahl von 30 Autos, muss man sofort sehen, wo sind die Rosberg-Autos. Der Gebrauchsgegenstand Automobil als Sportgerät und Transporter für Werbung. Der Leiter der Vorausentwicklung bei Opel, damit auch verantwortlich für den Motorsport, ist immer noch Gastprofessor an seiner alten Universität in Wien. Professor Fritz Indra. Die Vorlesung Rennmotoren und Rennfahrzeuge ist meistens die am besten besucht ist. Von allen Vorlesungen, Professor Lenz ist immer ziemlich erstaunt darüber. Ich sage ihm dann, also wenn das Thema, dieses Thema der jungen Ingenieure nicht mehr interessiert, dann ist besser, man sperrt die Hochschulen überhaupt zu. Zurzeit laufen aber die Bestrebungen, aus dieser DTM eine ITM zu machen, eine internationale Tourenwagenmeisterschaft, und mit dieser Rennserie sogar zu gehen nach Japan, nach China, überall dort, wo neue Märkte entstehen. Und Sie wissen ja wahrscheinlich, dass jede Automobilfirma versucht, diese neuen Märkte zu erschließen. Südafrika ist kein neuer Markt, hat aber eine bekannte Formel-1-Piste. Sie haben beide Autos von Rüsselsheim mit über den Äquator genommen. Den 94er Calibra und den von Opel entwickelten Prototyp für die neue Saison. Hier mit Manuel Reuter beim ersten sogenannten Rollout. Im Wechsel jagen sie mit beiden Runde um Runde. Die Autos der beiden Opel-Werksteams von Rosberg und Joest werden auf der Basis dieses Prototyps gebaut. Manuel Reuter fährt für das Team Joest, das von der neuen Saison an statt 2 gar 4 Calibras betreuen wird. Der junge Rennstall von Keke Rosberg traut sich 2 Autos zu. Außerdem gehen einige Privatfahrer auf verbesserten Vorjahresmodellen gegen die Konkurrenz von Mercedes und Alfa an den Start. Reuters Kritik nach einer der ersten Runden.
Hier ist jetzt kein Wasser mehr reingelaufen, drüben ist das Wasser reingekommen, weißt du? Kleinigkeiten werden ebenso ernst genommen wie der Versuch, die Temperatur des Motors in den Griff zu bekommen. Reifentests laufen somit. ABS, damit hatte Opel 94 die größten Schwierigkeiten. Rosberg beschleunigt und bremst stundenlang, bis der Wagen nach Kühlung lechzt. Der Finne selbst ist von den Temperaturen, wie wir gleich sehen werden, auch nicht ganz unbeeindruckt. Sein englischer Chefingenieur arbeitet längst an Plänen, wie der Calibra für Rosberg und Ludwig aussehen könnte. Daten von Mitte Januar. In Südafrika gewonnene Erkenntnisse. Am Fuße des Pfälzer Waldes, Neustadt an der Weinstraße. Ein Freund hatte Rosberg diese Halle besorgt. Nicht weit von Opel, nicht weit von Hockenheim. 32 Leute arbeiten inzwischen für das Team Rosberg. Die beiden Fahrer, Keke Rosberg und Klaus Ludwig, nicht mitgerechnet. Sie werden allerdings auch als Werksfahrer von Opel bezahlt und sind dem Team beigegeben, also Rosberg sich selbst. Einer der Sponsoren ist Fabrikant für Büromöbel. Wie praktisch. Wer hier bald sitzen wird, ist wohl klar. Ein neues Rennteam? Da freuen sich mehrere mittelständische Unternehmen der metallverarbeitenden Industrie im Lande. Mit dem Bau der Rennautos allein ist es nicht getan. Von seiner Formel-1-Zeit weiß Rosberg, wie sich ein Rennteam Marketing-, Medien- und Publikumswirksam darstellt und lässt daher einen repräsentativen Doppeldecker bauen. Und dann müssen die Rennautos auch noch von einer Strecke zur anderen gebracht werden. Auf den beiden Riesentransportern dafür ist wiederum reichlich Platz für die Logos der Sponsoren, unter den Parkplätzen für die Rennfahrzeuge, Stauraum für Werkzeuge und Ersatzteile. Das genaue Finanzvolumen des neuen Rennstalls habe ich nicht ergründen können, aber es ist immerhin so hoch, dass die Ausstattung für den Bus nur vom Allerfeinsten ist. Da hat später ein Mini-Ingenieursbüro Platz, auch eine Pressekonferenz, im kleinsten gewünschten Kreis oder auch nur ein Nickerchen. Der Geruch von Kunstleder wird aber nicht stören. Fehlen nur noch die Farben Blau und Gelb, sodass jeder sofort weiß, wer hier residiert. Besonders scharf auf solche Gelegenheiten ist Klaus Ludwig nicht. Aber als bekannter Sportler, als deutscher Meister zumal, ist man nicht mehr allein für den eigenen Spaß auf der Welt. Uwe Seeler weiß das längst, ist schon seit Jahren Träger der Mannheimer Kochschürze. Was originelle Kopfbedeckungen angeht, hat Klaus Ludwig andere Vorlieben. Losung vom Hirsch, man kann eindeutig sehen, Näpfchen und Zäpfchen, also kein weibliches Stück, sondern ein Hirsch gewesen. Die Eifel kennt der Bonner Junge schon seit seiner Geburt vor 45 Jahren. Mit seinem Vater fuhr er oft dorthin, entweder zum Nürburgring, zu den Rennen oder zur Jagd. Heute hat er selbst ein Revier auf der Hohen Acht, in dem er noch mehr Zeit verbringt als auf seiner Segeljacht, beim Tennis oder bei den vielen anderen Sportarten, die er so betreibt. Er versteht sich inzwischen, wie er versichert, mehr als Heger denn als Jäger. Nur manchmal noch. Oh, die letzte ist krank. Sehe ich jetzt kein Gewehr dabei. Schade, wollte er sicher sagen. Schlecht.